Die Ostküste der Vereinigten Staaten erstreckt sich über 2500 Kilometer. Von Florida über die Südstaaten, vorbei an New York und Boston bis zur kanadischen Grenze. Nirgendwo lebt sich der American Way of Life so gut wie an den Traumstränden Floridas. Aber der Sunshine State birgt auch Spuren einer wechselvollen Geschichte. Über 800 Inseln wie eine Perlenkette. Die Keys. Von dort geht es vorbei an den Everglades und Miami zu Amerikas Weltraumbahnhof. Dann in den unbekannten Norden, Richtung Georgia. Die Florida Keys. An ihrem südlichsten Zipfel zeigen sich die USA von ihrer lockeren Seite. Der Lebensstil auf den Inseln, tiefenentspannt. In den 1970ern kamen viele Aussteiger hierher und wollten nie wieder weg. Vor den Keys verlief im 17. Jahrhundert die Route der spanischen Silberflotte, die Schätze aus den Kolonien nach Europa schaffte. Doch immer wieder wurden Schiffe von Hurrikans überrascht und kenterten. Gut 400 Frachtsegler sollen auf dem Meeresgrund liegen. Bis heute suchen Taucher nach den versunkenen Reichtümern. Es ist die Jagd nach der Nadel im Heuhaufen. Auf der Schatzkarte wird jeder noch so kleine Fund eingezeichnet. Kim Fischer und seine Crew sind überzeugt. Hier muss Gold zu finden sein. Wer Schatzsucher werden will, braucht Ausdauer und Geduld. Es kostet sehr viel Zeit und Geld. Und du wirst auf viele leere Löcher stoßen, bis du eines voller Schätze findest. Über 15 Jahre lang suchte Kims Vater Mel Fischer nach dem Wrack der Atocha, einer spanischen Galeone. Die meisten hielten ihn für einen Spinner, bis er tatsächlich fündig wurde. Jeder träumt doch davon, einen versunkenen Schatz zu finden. Ich darf diesen Traum leben. Mit 6 fuhr ich mit dem Boot raus, mit 9 brachte mein Vater mir das Tauchen bei und ich fand meine erste Goldmünze. Seitdem bin ich besessen davon. Das Gold der Atocha. Kim Fischer will den gesamten Schatz heben, der seit fast 400 Jahren auf dem Meeresgrund schlummert. Gold, Silber und Smaragde im Wert von 450 Millionen Dollar soll die Atocha an Bord gehabt haben. Doch wem gehört das alles eigentlich? Die Fischers sind überzeugt. Den Findern. Immerhin haben sie ein Vermögen in Technik, Crew und jahrelange Suchexpeditionen investiert. Aber dann gab es Probleme. Der Staat Florida meldete Rechte an. Mein Vater bot ihnen einen Deal an, 35%. Aber sie wollten alles. Also zogen wir vor Gericht, 8 Jahre lang. Am Ende gewannen wir und durften alles behalten. So we got it all. Bei der Schatzsuche geht es nicht nur um Silber und Gold. Auch andere historische Artefakte werden geborgen.
Schiffsnägel und Kanonenkugeln. Beweise für die Existenz der Etocha. Auf den ersten Blick sieht es aus wie ein Stein, mit Ausnahme des Goldes. Gold leuchtet. Du weißt sofort, es ist ein Schatz. Jedes Mal, wenn ich etwas finde, ist es ein unglaublicher Nervenkitzel. Auch wenn es nicht Gold oder Silber ist. Man fragt sich, wer war wohl die letzte Person, die dieses Ding in der Hand gehabt hat? Es ist eine nie endende Geschichtsstunde. Mit jedem Fund lerne ich etwas Neues. Wenn wir alle tot sind, wird dieses Gold immer noch glänzen. Es geht von Hand zu Hand, von Mann zu Mann. Für immer. Der Name Keys kommt aus dem spanischen Cayo für kleine Insel. Sie sind die Überreste eines uralten Korallenriffs. Fidel Castros Kuba ist bloß 180 Kilometer Luftlinie entfernt. Der Aufklärungsballon Fat Albert hält Ausschau nach verdächtigen Bewegungen. Eine alte Eisenbahntrasse. 1935 weggefegt von einem Hurrikan. Die Reste stehen wie ein Mahnmal im Meer. Der Overseas Highway ist die einzige Verbindung der Inseln mit dem Festland. Er überquert 42 Brücken. Die spektakulärste ist die Seven Mile Bridge. Auf Marathon Key gibt es eine Spezialklinik für Reptilien, die seit Urzeiten die Ozeane bevölkern. Einer der Patienten wird gerade in den Operationssaal transportiert. Das ist Captain Hook. Als man ihn fand, hat er einen Angelhaken verschluckt, wie man hier auf dem Röntgenbild sehen kann. Der Haken ist wirklich riesig. Die Fresslust wurde Captain Hook zum Verhängnis. Schildkröten schnappen nach so ziemlich allem, was im Wasser herumschwimmt. Eine ausgewachsene Meeresschildkröte hat kaum natürliche Feinde. Es ist der Mensch, der eine Gefahr für sie darstellt. Abwässer und Plastikmüll verschmutzen die Meere. Die Tiere verfangen sich in den Netzen der kommerziellen Fischerei. Die Meeresbiologin Betty Zirkelbuck will dafür sorgen, dass noch ihre Enkel lebendige Meeresschildkröten zu sehen bekommen. Was ich an den Tieren mag, sie sind wie Dinosaurier. Sie existieren seit 200 Millionen Jahren auf diesem Planeten und haben eine Menge überstanden. Wir sind dafür da, dass sie auch uns Menschen überleben.
die Krankenstation des Turtle Hospital. In Not geratene Tiere werden meist von der Küstenwache oder besorgten Anwohnern gemeldet. Neuerdings macht Betty und ihren Kollegen eine Viruserkrankung Sorgen, die immer mehr Schildkröten in Florida befällt. Auch Jack hat sie. Als er eingeliefert wurde, war sein Panzer mit Algen überwuchert, der Körper mit Tumoren übersät. Jack wird regelmäßig gewaschen, um die Algen zu entfernen. Er bekommt Antibiotika, damit wir die Infektion in den Griff kriegen und seine Tumore entfernen können. Und wir geben ihm Infusionen, damit seine Nieren ordentlich arbeiten. Jack muss an den Tropf. Tapfer erträgt das Reptil die tägliche Prozedur. Das Turtle Hospital ist das weltweit einzige Krankenhaus für Meeresschildkröten. Jedes Jahr bekommen wir bis zu 70 Tiere. Einige werden extra eingeflogen. Captain Hook hat es geschafft. Er darf nach Hause. Ins Meer. Ich war schon immer eine Wasserratte. Wenn ich mich mal nicht um die Schildkröten kümmere, findet man mich im Wasser. Ich tauche gern. Die Unterwasserwelt hier auf den Kies ist mein Paradies. Das Schönste an meinem Job ist, wenn ich die Schildkröten in die Freiheit entlassen kann. Selbst wenn sie ein Jahr bei uns waren, schwimmen sie sofort los. Sie drehen sich nicht um und schreiben auch keine Weihnachtskarten. Sie sind einfach weg. Der Overseas Highway, die Autobahn durchs Tropenparadies. Von Insel zu Insel geht es nach Norden, Richtung Festland. Key Largo markiert das Ende der Florida Keys. Ein Riff umgibt die Inselkette. Es ist das drittgrößte tropische Korallenriff der Welt. Doch viele Korallenbänke drohen abzusterben. Unter Wasser schweben Taucher durch einen verwunschenen Garten. Dies ist die Kinderstube für über 35.000 Korallenfragmente.
Wir züchten unsere Korallen an einem Gerüst, das aussieht wie ein Baum. Wir hängen die Korallenstücke mit Plastikfäden an. In nur einem Jahr kann eine Koralle, die so groß ist wie mein kleiner Finger, die Größe von 2 Handflächen erreichen. Kayla Ripple ist Meeresbiologin und hat einen Traum. Die Korallenriffe vor Key Largo retten. Am Morgen machen sich Kayla und ihre Kollegen von der Coral Restoration Foundation bereit für eine Ausfahrt zur Aufzuchtstation. Ein Schlüsselerlebnis bewegte die Amerikanerin, als Riffrestauratorin aktiv zu werden. Als ich auf dem College war, habe ich ein Auslandssemester auf Roatan in Honduras gemacht. Dort gibt es unberührte Korallenriffe. Unvergesslich schön. Und dann kam ich nach Key Largo, wo das Riff früher einmal auch makellos war. Aber jetzt sind 98% der Korallen zerstört. Die Meereserwärmung durch den Klimawandel lässt die Korallen absterben. Für die Helfer ist es ein Wettlauf mit der Zeit. Kayla und ihre Kollegen wollen ihn unbedingt gewinnen. Das Korallenriff aufforsten wie einen Wald. Das ist der Plan. Die gezüchteten Korallen sind besonders widerstandsfähig gegen steigende Wassertemperaturen. Die Taucher befestigen sie mit einem Spezialkleber am Riff. Wir pflanzen die Korallen in einem Kreis von 1 Meter Durchmesser. Ihre Äste wachsen dann zusammen und bilden ein Dickicht. So entsteht neuer Lebensraum, zum Beispiel für Fische. Sie sind sehr neugierig und kommen gleich heran, sobald wir die Korallen eingepflanzt haben. Key Largo ist ein Taucher-Hotspot. Die Sache hier ist sehr wichtig für mich. Ich bin sehr froh, dass ich in diesem Ökosystem arbeiten darf. Von Key Largo geht es über die Sumpflandschaft der Everglades, über das quirlige Miami bis nach Boca Raton. Unbewohnte Inseln, Mangrovenwälder. Hier zeigt Florida sein wildes Gesicht. Die Everglades. Die Sumpflandschaft ist Heimat für unzählige Arten und wurde von der UNESCO auf die Liste des Welterbes gesetzt.
Nur wenige Menschen wagen sich in diese Wildnis. Jesse Cannon lernte schon als kleiner Junge mit den Gefahren der Glades umzugehen. Per Airboat erreicht er jeden Winkel der Sümpfe. Die Everglades sind eine riesige Grasprärie. Das Wasser fließt langsam, etwa eine Meile pro Tag. Wir nennen es deshalb Grasfluss. Manche nennen Jesse Cannon den König der Everglades. Die wahren Regenten sind allerdings scheu und nutzen die natürliche Deckung. Der Alligator ist der Herrscher der Everglades. Man trifft ihn hier sehr häufig an. In Florida gibt es etwa 1,5 Millionen Alligatoren. Jesse weiß, wo sich die Reptilien versteckt halten. Er beobachtet sie seit vielen Jahren und spricht ihre Sprache. Dieses Geräusch machen Baby-Alligatoren. Es erweckt Neugier bei den Großen. Sie wollen wissen, was los ist. Es geht ungefähr so. Alligatoren sind nicht so aggressiv wie Krokodile. Vorsicht ist trotzdem geboten. Wenn du deine Hand reinhältst, wird's gefährlich. Der Alligator könnte sie ohne weiteres abbeißen. Das solltest du also nicht tun. Fass sie nicht an und beobachte sie aus sicherer Entfernung. Dann ist es okay. Auf der Suche nach Arbeit kam Jesses Familie in den 40er Jahren in die Everglades. Sie jagten Frösche und verkauften die Froschschenkel als Delikatesse. Schon als Kind lernte Jesse kennen, nur wer sich anpasst, kann in den Everglades überleben. Die Cannons gründeten ihre eigene Stadt, Coopertown. Der Ort hat 8 Einwohner, allesamt Familienmitglieder. Ich bin der Bürgermeister von Coopertown. Irgendjemand muss ja die Verantwortung übernehmen. Es gibt ein Restaurant, unser Wohnhaus und das Wichtigste, den Angelshop. Okay, you're welcome. Looks good. Yep. Good, how are you? Good. Fish all ready? The fish are ready for you. Okay, that looks good. Yep. Okay. Thank you. Good luck. Good luck over there. All right. Angeln ist Volkssport in Florida. Ob man dabei etwas fängt, ist eher Nebensache. I like Florida itself because it has a lot. Ich mag Florida. So etwas wie die Everglades gibt es sonst nirgends auf der Welt. Die Atmosphäre hier ist magisch, fast mystisch. Nach einem harten Tag fahre ich raus in die Natur und entspanne. Das wirkt sehr beruhigend. Nur eine knappe Autostunde von dieser Wildnis entfernt liegt Miami. Die Magic City beherbergt den größten Kreuzfahrthafen der Welt. Von hier aus starten die Luxusliner in die Karibik. Kaum vorstellbar, dass Miami Ende des 19. Jahrhunderts noch ein Dorf von 300 Einwohnern war. Mit dem Anschluss an das Eisenbahnnetz begann der Aufstieg der Stadt.
das ehrwürdige Biltmore Hotel außerhalb von Miami. Im noblen Vorort Coral Gables wohnen die Reichen und Schönen. Und angeblich auch die Drogenbosse. Vor Key Biscayne finden regelmäßig Partys statt. Das Wasser hat Badewannentemperatur. Die Stelzenhäuser von Stillsville. Hier vor der Küste nahm man es während der Prohibition nicht so genau mit dem Alkoholverbot. Die Holzhütten waren damals der Treffpunkt für Amüsierwillige aus Miami. Miami Beach ist der legendärste Strand der Ostküste. Der Ocean Drive ist Flaniermeile und berühmt-berüchtigt. 1997 wurde hier der Modeschöpfer Gianni Versace vor seiner Villa von einem Serienmörder erschossen, als er sich die Morgenzeitung holen wollte. Von Miami zieht sich ein endloser Sandstrand weiter bis nach Boca Raton. Bei gutem Wind gilt der Delray Beach als Geheimtipp unter Kitesurfern. Sean Raingood ist einer dieser Extremsportler. Surfen bedeutet ihm alles. Dass er heute am Strand stehen kann, ist keine Selbstverständlichkeit. Ein Unfall hätte ihn beinahe das Leben gekostet. Als ich 19 war, jobbte ich auf einem Fischmarkt. Ein Gabelstapler hat mich erwischt und 300 Meter weit mitgeschleift. Mein Fuß wurde komplett zerquetscht. Ich dachte, mein Leben sei zu Ende und dass ich nie wieder laufen würde. Vorher war ich ein richtiger Athlet. Ich habe Baseball gespielt, Fußball, war Langstreckenläufer. Also ein total fitter Typ eben. Ich fiel in eine lange Depression, bis ich meine Prothese bekam. Das hat alles für mich geändert. Ein Jahr nach dem Unfall begann ich wieder zu trainieren. Ich hatte von den Extremity Games gehört, einem Wettbewerb nur für Amputierte. Sie haben da verschiedene Disziplinen, Wakeboard, Klettern, Skateboard und BMX-Rad. Also stieg ich wieder aufs Surfbrett, mit Prothese. Täglich trainiert Sean in einer Wasserskianlage. Die Herausforderung hat ihn nur noch stärker gemacht. Ich nahm an dem Wettbewerb teil und wurde tatsächlich Erster. Das hat mich total motiviert. Sean Raingood. Sechsmal in Folge gewann er die Extremity Games.
In seinem Garten arbeitet Sean an Holzfiguren. Ein Hobby, das er für sich nach seinem Unfall entdeckte. Auch mit Prothese lebt er weiter seinen Traum als Beach Boy. Der Lebensstil hier in Südflorida ist sehr entspannt, eine Art Inselleben. Jeder versucht halbwegs passabel in Badeklamotten auszusehen und fit zu bleiben. Ich mag diese Art zu leben. Man muss nach vorne schauen, was immer auch passiert. Ich habe nur ein Leben und daraus will ich das Beste machen. Entlang der Atlantikküste geht es von Boca Raton über Vero Beach zum Weltraumbahnhof Cape Canaveral. An Floridas sonnenverwöhnter Atlantikküste findet das Leben am Strand statt. Palm Beach. Im Luxushotel The Breakers nächtigten die Vanderbilts und Rockefellers. Amerikas Geldadel. Nirgendwo in den USA gibt es im Jahresdurchschnitt so viele Sonnentage wie in Florida. Das ideale Klima, um Zitrusfrüchte anzubauen. Cheryl Roseland aus Vero Beach entstammt einer alteingesessenen Familie von Zitrusfarmern. Mein Vater pflanzte seine ersten Bäume in den frühen 60ern. Als Kinder liefen wir durch die Plantage und aßen Orangen. Die Schalen ließen wir einfach fallen. So konnte mein Papa immer sehen, wo wir gerade waren. Florida ist nach Brasilien der zweitgrößte Orangenlieferant der Welt. Die Ernte geht von Oktober bis ins Frühjahr. Die geernteten Früchte werden erstmal von Stielen und Blättern befreit und gewaschen. Danach wird eine dünne Wachsschicht aufgetragen. Das ist zum Schutz, damit keine Keime in die Früchte eindringen können. So that no bacteria and that sort of thing can penetrate the skin. It's a safety measure. Zusammen mit ihrem Onkel verpackt Cheryl die schönsten Früchte. Orangen, Äpfel oder Birnen zu verschenken, ist ein Trend in Amerika. Mit dem Versand von Früchten machen wir ein gutes Geschäft. Sind die Früchte besonders gut, ist das auch gut für uns, weil die Leute sie dann gern verschenken. Immer mehr Menschen wollen ihren Lebensabend in Florida verbringen.
Viele Zitrusplantagen müssen Eigenheimen weichen. Viele kleine Betriebe haben schon aufgegeben und ihr Land an große Konzerne oder Immobilienentwickler verkauft. Vor ein paar Jahren gab es hier einen richtigen Bauboom. Wir sind einer der wenigen Familienbetriebe, die noch selbst anbauen. Für Cheryl Roseland ist der Duft von Orangen mit Erinnerungen an ihre Kindheit verbunden. Ihre Familientradition will sie trotz der Widrigkeiten fortführen. Pelican Island, das älteste Naturschutzgebiet der USA. Das Schild warnt Motorbootfahrer vor Seekühen. Nicht etwa, weil die gefährlich wären. Die behäbigen Meeressäuger sind streng geschützt. Mit etwas Glück kann man sie im flachen Wasser beobachten. Mitten in diesem Naturidyll, Cape Canaveral, der Weltraumbahnhof der USA. 2011 landete das letzte Space Shuttle. Die ausgedienten Mondraketen darf man heute besichtigen. Daytona ist berühmt für den Motorsport. Von dort geht es nach St. Augustine bis an die Grenze zum Nachbarstaat Georgia. Weite ohne Strandrummel. Die nördliche Atlantikküste Floridas. Der Leuchtturm am Ponce de Leon Inlet weist den Schiffen über eine Entfernung von 32 Kilometern den Weg. Zum ersten Mal entzündet wurde das Leuchtfeuer 1887. Daytona Beach. Im Frühjahr nutzen tausende Studenten den Strand für ausgelassene Partys während des traditionellen Spring Breaks. Die Stadt hat eine magische Anziehungskraft auf alle, die Benzin im Blut haben. Gary Rosiers Herz schlägt für Muscle Cars. Sein 1994er Mustang GT hat fast 400 PS unter der blitzblanken Haube. Ich nenne ihn das Biest. Es ist so eine Art Hassliebe zwischen uns. Auf der einen Seite kostet er mich eine Menge Geld, aber andererseits ist er ein Biest. Laut und böse und macht richtig Spaß. Garys Freunde denken ähnlich. Wenn sie zu Besuch kommen, verwandelt sich Garys Auffahrt in ein Automuseum.
Meine Freunde sind ganz normale Typen hier aus der Gegend. Wir hängen zusammen rum, gehen auf Autoausstellungen. Und das hier sind nicht die einzigen Autos, die sie besitzen. Die Oldtimer stammen aus jener Zeit, als Benzin billig und Amerika die stolzeste Autonation der Welt war. Der 1963er Ford hat Probleme mit der Kühlung. Gary weiß meist Rat. Mein Vater war Mechaniker und kümmerte sich um unser Familienauto. Er hat mir alles beigebracht, damals, als man noch selbst an Autos schrauben konnte. Cruising. So hingebungsvoll Autofahren können nur Amerikaner. Gary gönnt sich heute noch einen Ausritt ans Meer. Amerikaner bewegen sich nirgendwohin ohne Auto. In Daytona darf es sogar mit zum Baden. Am 38 Kilometer langen Strand wurden bis in die 60er Jahre Rennen ausgetragen. Warum ich nach Daytona gezogen bin? Ich bin ein begeisterter Autoschrauber und hier ist fast jeden Tag irgendeine Veranstaltung, die mit Autos zu tun hat. Deswegen bin ich hier. Daytona ist berühmt für seinen Strand und es ist wunderbar hier. Gary Rosier und sein Mustang. Wahre Liebe kennt keinen Rost. Der Sound des Motors, das ist Musik in meinen Ohren. Eins sein mit dem Auto, an den anderen vorbeifliegen, das macht mich glücklich. Vielleicht werde ich mich eines Tages von dem Biest trennen müssen. Aber jedes Mal, wenn ich mich reinsetze und den Motor blubbern höre, bringt es mein Blut in Wallung. Werde ich mich trennen? Wer weiß. Wir werden sehen. Von Daytona sind es nur noch 85 Kilometer bis St. Augustine. St. Augustine, eine der ältesten Siedlungen der USA. Im Frühling des Jahres 1513 sichteten spanische Konquistadoren die Küste der neuen Welt. Pascua Florida, das spanische Wort für Ostern, gab der Halbinsel ihren Namen. Doch erst ein halbes Jahrhundert später gelang es den Spaniern, eine dauerhafte Siedlung zu gründen. Die Befestigungsanlage, das Castillo de San Marcos, schützte St. Augustine vor Eindringlingen. 500 Jahre Geschichte. Für amerikanische Verhältnisse etwas ganz Besonderes. An diesem historischen Ort begibt sich der Stadtarchäologe Carl Halbert auf Spurensuche.
St. Augustine war Amerikas erster Schmelztiegel. Die Spanier brachten Sklaven aus Afrika mit. Und auch die Indianer wurden Teil der spanischen Siedlung. Im 18. Jahrhundert war St. Augustine eine kosmopolitische Gesellschaft. Seit über 20 Jahren erforscht Karl Halbert die Geschichte der Neuen Welt. Der europäische Einfluss ist bis heute unübersehbar im Stadtbild. Für amerikanische Verhältnisse ein Methusalem. Das Flagler College, von dem Teile bereits Ende des 19. Jahrhunderts als Luxushotel erbaut wurden. Bei seiner Eröffnung galt The Ponds als das exklusivste Hotel der Welt. Bevor in St. Augustine neu gebaut werden darf, muss der Boden erst auf historische Funde untersucht werden. St. Augustine ist eine archäologische Goldmine. Man kann keine Schaufel in den Sand stecken, ohne was zu finden. Das kulturelle Erbe ist so reich und einzigartig. Zentimeter um Zentimeter durchkämmen Karl und seine Helfer den Boden. Oft finden die Forscher nichts weiter als Muschelschalen. Bei seiner archäologischen Detektivarbeit hofft Karl auf Hinweise auf die Alltagskultur der frühen Siedler. In seinem Labor wertet er die Artefakte aus. Archäologie ist die Wissenschaft vom Abfall. Wir heben hier keine spektakulären Schätze. Wir finden den Müll, den die Leute damals aus dem Fenster geworfen haben. Karl Halbert, der Indiana Jones von St. Augustine. Im Gegensatz zum Filmhelden kann er sich aber auch über eine für den Laien eher unscheinbare Tonscherbe freuen. Sein Expertenblick erkennt die wahre Bedeutung dieses Fundes. Wir haben hier zwei verschiedene Tonscherben, indianische Keramik und ein Teil eines spanischen Olivenölkruges. Das ist wirklich aufregend, denn es ist der Beweis dafür, dass die Spanier und die Indianer zusammengelebt haben müssen. Vielleicht war es hier, am Strand von St. Augustine, wo Europäer das erste Mal ihren Fuß auf amerikanischen Boden setzten. Ich möchte nirgendwo anders leben. Für einen Archäologen wie mich ist St. Augustine das Nirvana. Bis zum Nachbarstaat Georgia sind es nur noch wenige Kilometer. Auf Amelia Island endet die Reise entlang der Atlantikküste des Sunshine State. Florida überrascht.
mit einsamen Stränden, unverfälschter Natur und dem Erbe der europäischen Siedler. Das Turtle Hospital ist das weltweit einzige Krankenhaus für Meeresschildkröten. Jedes Jahr bekommen wir bis zu 70 Tiere. Einige werden extra eingeflogen. Captain Hook hat es geschafft. Er darf nach Hause. Ins Meer. Ich war schon immer eine Wasserratte. Wenn ich mich mal nicht um die Schildkröten kümmere, findet man mich im Wasser. Ich tauche gern. Die Unterwasserwelt hier auf den Kies ist mein Paradies. Das Schönste an meinem Job ist, wenn ich die Schildkröten in die Freiheit entlassen kann. Selbst wenn sie ein Jahr bei uns waren, schwimmen sie sofort los. Sie drehen sich nicht um und schreiben auch keine Weihnachtskarten. Sie sind einfach weg. Der Overseas Highway, die Autobahn durchs Tropenparadies. Von Insel zu Insel geht es nach Norden, Richtung Festland. Key Largo markiert das Ende der Florida Keys. Das Schild warnt Motorbootfahrer vor Seekühen. Nicht etwa, weil die gefährlich wären. Die behäbigen Meeressäuger sind streng geschützt. Mit etwas Glück kann man sie im flachen Wasser beobachten. Mitten in diesem Naturidyll, Cape Canaveral, der Weltraumbahnhof der USA. 2011 landete das letzte Space Shuttle.
Die ausgedienten Mondraketen darf man heute besichtigen. Daytona ist berühmt für den Motorsport. Von dort geht es nach St. Augustine bis an die Grenze zum Nachbarstaat Georgia. Weite ohne Strandrummel. Die nördliche Atlantikküste Floridas. Der Leuchtturm am Ponce de Leon Inlet weist den Schiffen über eine Entfernung von 32 Kilometern den Weg. Zum ersten Mal entzündet wurde das Leuchtfeuer 1887. Daytona Beach. Im Frühjahr nutzen tausende Studenten den Strand für ausgelassene Partys während des traditionellen Spring Breaks. Die Stadt hat eine magische Anziehungskraft auf alle, die Benzin im Blut haben. Gary Rosiers Herz schlägt für Muscle Cars. Sein 1994er Mustang GT hat fast 400 PS unter der blitzblanken Haube. Im Luxushotel The Breakers nächtigten die Vanderbilts und Rockefellers. Amerikas Geldadel. Nirgendwo in den USA gibt es im Jahresdurchschnitt so viele Sonnentage wie in Florida. Das ideale Klima, um Zitrusfrüchte anzubauen. Cheryl Roseland aus Vero Beach entstammt einer alteingesessenen Familie von Zitrusfarmern. Mein Vater pflanzte seine ersten Bäume in den frühen 60ern. Als Kinder liefen wir durch die Plantage und aßen Orangen. Die Schalen ließen wir einfach fallen. So konnte mein Papa immer sehen, wo wir gerade waren. Florida ist nach Brasilien der zweitgrößte Orangenlieferant der Welt. Die Ernte geht von Oktober bis ins Frühjahr. Die geernteten Früchte werden erstmal von Stielen und Blättern befreit und gewaschen. Danach wird eine dünne Wachsschicht aufgetragen. Das ist zum Schutz, damit keine Keime in die Früchte eindringen können. Zusammen mit ihrem Onkel verpackt Cheryl die schönsten Früchte. Orangen, Äpfel oder Birnen zu verschenken, ist ein Trend in Amerika. Mit dem Versand von Früchten. Mache hier ist sehr wichtig für mich. Ich bin sehr froh, dass ich in diesem Ökosystem arbeiten darf.
Von Key Largo geht es über die Sumpflandschaft der Everglades, über das quirlige Miami bis nach Boca Raton. Unbewohnte Inseln, Mangrovenwälder. Hier zeigt Florida sein wildes Gesicht. Die Everglades. Die Sumpflandschaft ist Heimat für unzählige Arten und wurde von der UNESCO auf die Liste des Welterbes gesetzt. Nur wenige Menschen wagen sich in diese Wildnis. Jesse Cannon lernte schon als kleiner Junge mit den Gefahren der Glades umzugehen. Per Airboat erreicht er jeden Winkel der Sümpfe. Die Everglades sind eine riesige Grasprärie. Das Wasser fließt langsam, etwa eine Meile pro Tag. Wir nennen es deshalb Grasfluss. Manche nennen Jesse Cannon den König der Everglades. Die wahren Regenten sind allerdings scheu und nutzen die natürliche Deckung. Der Alligator ist der Herrscher der Everglades. Man trifft ihn hier sehr häufig an. In Florida gibt es etwa 1,5 Millionen Alligatoren. Jesse weiß, wo sich die Reptilien versteckt halten. Er beobachtet sie seit vielen Jahren und spricht ihre Sprache. Dieses Geräusch machen Babyalligatoren. Job ist, wenn ich die Schildkröten in die Freiheit entlassen kann. Selbst wenn sie ein Jahr bei uns waren, schwimmen sie sofort los. Sie drehen sich nicht um und schreiben auch keine Weihnachtskarten. Sie sind einfach weg. Der Overseas Highway, die Autobahn durchs Tropenparadies. Von Insel zu Insel geht es nach Norden, Richtung Festland. Key Largo markiert das Ende der Florida Keys. Ein Riff umgibt die Inselkette. Es ist das drittgrößte tropische Korallenriff der Welt. Doch viele Korallenbänke drohen abzusterben. Unter Wasser schweben Taucher durch einen verwunschenen Garten. Dies ist die Kinderstube für über 35.000 Korallenfragmente.
Wir züchten unsere Korallen an einem Gerüst, das aussieht wie ein Baum. Wir hängen die Korallenstücke mit Plastikfäden an. In nur einem Jahr kann eine Koralle, die so groß ist wie mein kleiner Finger, die Größe von 2 Handflächen erreichen. Kayla Ripple. Gary Rosiers Herz schlägt für Muscle Cars. Sein 1994er Mustang GT hat fast 400 PS unter der blitzblanken Haube. Ich nenne ihn das Biest. Es ist so eine Art Hassliebe zwischen uns. Auf der einen Seite kostet er mich eine Menge Geld, aber andererseits ist er ein Biest. Laut und böse und macht richtig Spaß. Garys Freunde denken ähnlich. Wenn sie zu Besuch kommen, verwandelt sich Garys Auffahrt in ein Automuseum. Meine Freunde sind ganz normale Typen hier aus der Gegend. Wir hängen zusammen rum, gehen auf Autoausstellungen. Und das hier sind nicht die einzigen Autos, die sie besitzen. Die Oldtimer stammen aus jener Zeit, als Benzin billig und Amerika die stolzeste Autonation der Welt war. Der 1963er Ford hat Probleme mit der Kühlung. Gary weiß meist Rat. Mein Vater war Mechaniker und kümmerte sich um unser Familienauto. Er hat mir alles beigebracht, damals, als man noch selbst ein Auto schrauben konnte. Cruising. So hingebungsvoll Autofahren können nur Amerikaner. Gary gönnt sich heute noch einen Ausritt ans Meer. Ich habe nur ein Leben und daraus will ich das Beste machen. Entlang der Atlantikküste geht es von Boca Raton über Vero Beach zum Weltraumbahnhof Cape Canaveral. An Floridas sonnenverwöhnter Atlantikküste findet das Leben am Strand statt. Palm Beach. Im Luxushotel The Breakers nächtigten die Vanderbilts und Rockefellers. Amerikas Geldadel. Nirgendwo in den USA gibt es im Jahresdurchschnitt so viele Sonnentage wie in Florida. Das ideale Klima, um Zitrusfrüchte anzubauen.
Cheryl Roseland aus Vero Beach entstammt einer alteingesessenen Familie von Zitrusfarmern. Mein Vater pflanzte seine ersten Bäume in den frühen 60ern. Als Kinder liefen wir durch die Plantage und aßen Orangen. Die Schalen ließen wir einfach fallen. So konnte mein Papa immer sehen, wo wir gerade waren. Florida ist nach Brasilien der zweitgrößte Orangenlieferant der Welt. Die Ernte geht von Oktober bis ins Frühjahr. Die geernteten Früchte werden erstmal von Stielen und Blättern befreit und gewaschen. Im 18. Jahrhundert war St. Augustine eine kosmopolitische Gesellschaft. Seit über 20 Jahren erforscht Karl Halbert die Geschichte der neuen Welt. Der europäische Einfluss ist bis heute unübersehbar im Stadtbild. Für amerikanische Verhältnisse ein Methusalem. Das Flagler College, von dem Teile bereits Ende des 19. Jahrhunderts als Luxushotel erbaut wurden. Bei seiner Eröffnung galt The Ponds als das exklusivste Hotel der Welt. Bevor in St. Augustine neu gebaut werden darf, muss der Boden erst auf historische Funde untersucht werden. St. Augustine ist eine archäologische Goldmine. Man kann keine Schaufel in den Sand stecken, ohne was zu finden. Das kulturelle Erbe ist so reich und einzigartig. Zentimeter um Zentimeter durchkämmen Karl und seine Helfer den Boden. Oft finden die Forscher nichts weiter als Muschelschalen. Bei seiner archäologischen Detektivarbeit hofft Karl auf Hinweise auf die Alltagskultur der frühen Siedler. In seinem Labor wertet er die Artefakte aus. Archäologie ist die Wissenschaft vom Abfall. Wir heben hier keine spektakulären Schätze. Wir finden den Müll, den die Leute damals aus dem Fenster geworfen haben. Karl Halbert, der Indiana Jones von St. Augustine, Ozeane bevölkert. Einer der Patienten wird gerade in den Operationssaal transportiert. Das ist Captain Hook. Als man ihn fand, hat er einen Angelhaken verschluckt, wie man hier auf dem Röntgenbild sehen kann. Der Haken ist wirklich riesig. Very large.
Die Fresslust wurde Captain Hook zum Verhängnis. Schildkröten schnappen nach so ziemlich allem, was im Wasser herumschwimmt. Eine ausgewachsene Meeresschildkröte hat kaum natürliche Feinde. Es ist der Mensch, der eine Gefahr für sie darstellt. Abwässer und Plastikmüll verschmutzen die Meere. Die Tiere verfangen sich in den Netzen der kommerziellen Fischerei. Die Meeresbiologin Betty Zirkelbuck will dafür sorgen, dass noch ihre Enkel lebendige Meeresschildkröten zu sehen bekommen. Was ich an den Tieren mag, sie sind wie Dinosaurier. Sie existieren seit 200 Millionen Jahren auf diesem Planeten und haben eine Menge überstanden. Wir sind dafür da, dass sie auch uns Menschen überleben. Die Krankenstation des Turtle Hospital. In Not geratene Tiere werden meist von der Küstenwache oder besorgten Anwohnern gemeldet. Neuerdings macht Betty und ihren Kollegen eine Viruserkrankung Sorgen, die immer mehr Schildkröten in Florida befällt. Auch Jack hat sie. Als er eingeliefert wurde, war sein Panzer mit Algen überwuchert, der Körper mit Tumoren übersät. Jack wird regelmäßig gewaschen, um die Algen zu entfernen. Er bekommt Antibiotika, damit wir die Infektion in den Griff kriegen und seine Tumore entfernen können. Und wir geben ihm Infusionen, damit seine Nieren ordentlich arbeiten. Jack muss an den Tropf. Tapfer erträgt das Reptil die tägliche Prozedur. Loud and it's nasty. Garys Freunde denken ähnlich. Wenn sie zu Besuch kommen, verwandelt sich Garys Auffahrt in ein Automuseum. Meine Freunde sind ganz normale Typen hier aus der Gegend. Wir hängen zusammen rum, gehen auf Autoausstellungen. Und das hier sind nicht die einzigen Autos, die sie besitzen. Die Oldtimer stammen aus jener Zeit, als Benzin billig und Amerika die stolzeste Autonation der Welt war. Der 1963er Ford hat Probleme mit der Kühlung. Gary weiß meist Rat. Mein Vater war Mechaniker und kümmerte sich um unser Familienauto. Er hat mir alles beigebracht, damals, als man noch selbst ein Auto schrauben konnte. Cruising. So hingebungsvoll Autofahren können nur Amerikaner. Gary gönnt sich heute noch einen Ausritt ans Meer. Amerikaner bewegen sich nirgendwohin ohne Auto. In Daytona darf es sogar mit zum Baden. Am 38 Kilometer langen Strand wurden bis in die 60er Jahre Rennen ausgetragen. Ja,
Warum ich nach Daytona gezogen bin? Ich bin ein begeisterter Autoschrauber und hier ist fast jeden Tag irgendeine Veranstaltung, die mit Autos zu tun hat. Deswegen bin ich hier. Daytona ist berühmt für seinen Strand und es ist wunderbar hier. Gary Rosier und sein Mustang. Weite ohne Strandrummel. Die nördliche Atlantikküste Floridas. Der Leuchtturm am Ponce de Leon Inlet weist den Schiffen über eine Entfernung von 32 Kilometern den Weg. Zum ersten Mal entzündet wurde das Leuchtfeuer 1887. Daytona Beach. Im Frühjahr nutzen tausende Studenten den Strand für ausgelassene Partys während des traditionellen Spring Breaks. Die Stadt hat eine magische Anziehungskraft auf alle, die Benzin im Blut haben. Gary Rosiers Herz schlägt für Muscle Cars. Sein 1994er Mustang GT hat fast 400 PS unter der blitzblanken Haube. Ich nenne ihn das Biest. Es ist so eine Art Hassliebe zwischen uns. Auf der einen Seite kostet er mich eine Menge Geld, aber andererseits ist er ein Biest. Laut und böse und macht richtig Spaß. Garys Freunde denken ähnlich. Wenn sie zu Besuch kommen, verwandelt sich Garys Auffahrt in ein Automuseum. Meine Freunde sind ganz normale Typen hier aus der Gegend. Wir hängen zusammen rum, gehen auf Autoausstellungen. Und das hier sind nicht die einzigen Autos, die sie besitzen. Die Oldtimer stammen aus jener Zeit, als Benzin billig und Amerika die stolzeste Autonation der Welt war. Der 1963er Ford hat Probleme mit der Kühlung. Meine Freunde sind ganz normale Typen hier aus der Gegend. Wir hängen zusammen rum, gehen auf Autoausstellungen. Und das hier sind nicht die einzigen Autos, die sie besitzen. Die Oldtimer stammen aus jener Zeit, als Benzin billig und Amerika die stolzeste Autonation der Welt war. Der 1963er Ford hat Probleme mit der Kühlung. Gary weiß meist Rat. Mein Vater war Mechaniker und kümmerte sich um unser Familienauto. Er hat mir alles beigebracht, damals, als man noch selbst ein Auto schrauben konnte. Cruising. So hingebungsvoll Autofahren können nur Amerikaner.
Gary gönnt sich heute noch einen Ausritt ans Meer. Amerikaner bewegen sich nirgendwohin ohne Auto. In Daytona darf es sogar mit zum Baden. Am 38 Kilometer langen Strand wurden bis in die 60er Jahre Rennen ausgetragen. Warum ich nach Daytona gezogen bin? Ich bin ein begeisterter Autoschrauber und hier ist fast jeden Tag irgendeine Veranstaltung, die mit Autos zu tun hat. Deswegen bin ich hier. Daytona ist berühmt für seinen Strand und es ist wunderbar hier. Gary Rosier und sein Mustang. Wahre Liebe kennt keinen Rost. Der Sound des Motors, das ist Musik in meinen Ohren. Eins sein mit dem Auto, an den anderen vorbeifliegen. Das macht